Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhaft und willkommen zum letzten Teil der Panther-Reihe oder wie wir es nennen, der Panther-Woche. Ihr habt jetzt schon am Dienstag einen Teil gehabt, ihr habt am Donnerstag einen Teil gehabt und wenn alles richtig funktioniert hat, müsste heute Sonntag sein und ihr habt den letzten Teil der Panther-Reihe. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich kann es nur wiederholen. Alex hat da wirklich was zusammengeschmirgelt, was mir wirklich, also das war wirklich sehr beeindruckend. So viel wusste ich über den Panther auch nicht. Und es war eine Freude, das alles vorzutragen, auch wenn einen irgendwann ja die Stimme verlässt bei dem Vorlesen, hoffe ich doch, dass ich euch alle erreichen konnte, dass wir wenig bis keine Fehler da drin haben. Es gibt natürlich immer jemanden, der es noch einen Ticken besser weiß, aber ich sage es immer wieder, wir sind keine studierten Historiker, wir haben das Ding damals nicht konstruiert und gebaut und wir können uns auch nur auf die Quellen verlassen. So, wenn wir jetzt natürlich uns noch, wenn wir den Luxus hätten, dass wir in der Garage einen Panther hätten, den würden wir natürlich untersuchen und sagen, so und so sieht das aus. Haben wir aber nicht. Es gibt Leute, die haben sowas, wir haben das nicht. Tatsächlich lohnt es sich für uns aber auch nicht, nochmal irgendwo hinzufahren und nochmal Fotos von einem Panzer zu machen oder von einem Panther zu machen. Das ist einfach zu viel Arbeit, das würde sich nicht rechnen. Trotz alledem, dieses komplexe Thema einfach mal in der Pantherwoche abgearbeitet, bringt mich natürlich auf die Idee, dass man das auch für den Tiger machen kann. Alex weiß Bescheid, wenn du mal ganz viel Zeit hast, machst du das nochmal für den Tiger. Dann haben wir auf unserem Kanal vielleicht mal bahnbrechend das alles zusammengefasst und ich hätte vielleicht auch Lust, das alles nochmal in Englisch zu übersetzen. Da muss ich den schönen Gruß an den Frank in Amerika, der für uns die Texte macht in Englisch, dass wir vielleicht das technisch übersetzen und dasselbe Ding nochmal in Englisch machen für den englischsprachigen Raum. Wird vielleicht interessant. Mal gucken, wie die Resonanz da ist. Ist aber nur ein Plan. Also heute der letzte Teil der Pantherwoche. Und fragt ihr euch natürlich, jetzt war die Pantherwoche, vorher war die Fluchtgeschichte. Was kommt nächste Woche? Nächste Woche beginnen wir mit einem neuen Gefechtstagebuch eines Panzergrenadiers, der tatsächlich, also der hat schon einiges erlebt, hat das auch relativ gut aufgeschrieben, ist immer noch ein bisschen Spielraum für Interpretation da drin, aber trotz alledem hat er schon, der hat schon was erlebt. Das wird jetzt die nächste Reihe, also Dienstags und Donnerstags Tagebuch. Sonntags ein technisches oder ein Video, wissen wir immer noch nicht, was wir machen. Auf jeden Fall ist das der Plan. Die Reihe, wie lang sie wird, ob 5, 6, 8, 10 Teile, weiß ich nicht. Ich lese mir das einmal durch, aber ich kann das nicht abschätzen. Egal, kriegt ihr zu sehen. Auf jeden Fall jetzt, letzter Teil, Panther-Video, Einsatz an der Front. Ich hoffe, das holt euch ab. Lasst gerne für die ganze Geschichte einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne Abonnent werden. Und ich werde nicht nochmal das Kanal-Video einspielen, sondern könnt Kanalmitglied werden, ihr könnt Barkhafts Freund werden und ihr könnt Barkhafts Förderer werden. Steht alles auf dem Mitgliedsbutton. Jetzt geht's aber los. Ja, tatsächlich geht es doch noch nicht los. Ich habe total vergessen und deswegen musste ich das nochmal kurz nachdrehen und nochmal reinschneiden. Mein Gastauftritt habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe nämlich bei dem Jörn von dem Kanal Blogstar einen Gastauftritt gehabt und zwar hat er, also er baut Fahrzeuge, also aus Lego, Klemmbausteine, Kobi, was auch immer, zusammen und brauchte jemanden, der für ihn den technischen Anteil spricht. Das habe ich gemacht, kleines Intro dazu. Also wenn ihr Lust habt und mal sehen wollt, wie so ein Panzer im Schnellbau entsteht, dann geht bitte auf Jörns Kanal Blogstar. Ich habe das unten nochmal verlinkt. Ihr habt das Bild hier oben eingeblendet. Schaut euch das an. Ich finde so eine Kooperation, finde ich immer witzig. Ich hoffe, da können wir noch mehr draus machen. Das wollte ich euch nochmal empfehlen. Schaut da rein. Das ist schon was Feines. Jetzt geht's aber wirklich los. So, weiter geht's. Also nachdem wir uns im ersten Teil ja mit der Entwicklungsgeschichte und den technischen Eigenschaften des Panzer 5 Panthers beschäftigt haben, betrachten wir nun die Erfahrungen, die im Verlauf seines Einsatzes während des Krieges gemacht wurden. Hierbei werden auch die organisatorischen Rahmenbedingungen berücksichtigt. Abschließend wollen wir versuchen, die Frage zu klären, wie gut oder schlecht der legendäre Panther als Panzerkampfwagen war. Dafür müssen wir mal auf die Organisation schauen. Also, die Organisation der Truppenteile wurde in der Wehrmacht in den sogenannten Kriegsstärkenachweisen KSTN geregelt. Dort war die Ausstattung mit Personal, Waffen und Gerät sowie deren Gliederung innerhalb der Einheit festgelegt. Für die Einheiten mit dem neuen Panther wurden neue KSTN erstellt und alte modifiziert.
Somit wurde aus der Nummer 1175 von 1941 die mittlere Panzerkompanie 1177 vom 01.01.43 mittlere Panzerkompanie abgeleitet. Statt der bisherigen 22 Panzer pro Kompanie gab es hier nur noch 19. Die Verringerung beruhte vermutlich auf zwei Punkten: den noch niedrigen Panther-Produktionszahlen und der erhofften höheren Kampfkraft des Panthers. Für die Panzerabteilung, die Stabs- und Werkstattkompanien wurden ebenfalls neue bzw. geänderte Kriegsstärkenachweise geschaffen. Mit der neuen Divisionsorganisation Panzerdivision 43 vom September 43 wurde die Gliederung mit zwei Abteilungen pro Regiment, also ein Regiment pro Division, festgelegt, wobei je eine Abteilung Panzer 5 Panther und eine Panzer 4 erhalten sollte. Natürlich muss man sich bei all den Gliederungen und Organisationsschemata immer vor Augen halten, dass diese den Idealfall darstellen, ohne die realen Probleme wie Personal- und materieller Mangel oder Verlust im Kampf zu berücksichtigen. Kaum ein Verband wird jemals diese Struktur zu 100% erreicht bzw. lange gehalten haben. Die Kriegsstärke-Nachweise wurden regelmäßig angepasst, so auch für die Pantherverbände im November 1943. Im Juni 1944 erfolgte eine wichtige und bis Kriegsende gültige Änderung der Kriegsstärke-Nachweise, die sogenannte freie Gliederung, kurz FG. Diese Änderung geht auf Oberstleutnant Joachim Freier zurück, der seit dem 1. April 1943 Abteilungsleiter und auch erster Generalstabsoffizier im Stab des Generalinspekteurs der Panzertruppen war. Damit war eine viel flexiblere und lageorientierte Organisation möglich, die auch noch Material und Personal einsparen konnte, was zur immer schlechter werdenden Kriegslage passte. So konnten zum Beispiel die Kompanie nun gemäß KSDN 1177 FG vom 01.11.44 aus 10 bis 17 Panzern bestehen, wobei es sich um Panther, Panzer 4 oder auch Jagdpanzer 4 handeln konnte. Im August 1944 hatte man die Panzerdivision 44 als neue Organisationsform eingeführt, in der nun alle Teile der freien Gliederung folgten. Im Juli 1944 kehrte auf eine Forderung Hitlers die zwischenzeitlich aufgegebene Organisationsform der Brigade zurück. Von diesen deutlich kleineren Formationen erhoffte man sich noch mehr Flexibilität und einen größeren Angriffsgeist. Hier spielte wahrscheinlich der in der Wehrmacht besonders gegen Ende schon fast pathologische Drang zu sofortigen Gegenangriffen eine gewisse Rolle. Zuvor hatte man bereits drei Panzerbrigaden, also Nummer 111 bis 113, die ursprünglich für den Fall Walküre gedacht waren und nur auf dem Papier existierten, aus dem Ersatzheer heraus aufgestellt. Ironischerweise wurden sie im Westen zu der Zeit vernichtet, als Hitler persönlich die Aufstellung der neuen Brigaden bestimmte. Insgesamt wurden 11 Panzerbrigaden mit den Nummern 101 bis 110 sowie die Führerbegleitbrigade aufgestellt. Die Ausbildung am Panther fand im Schwerpunkt in der Panzerkaserne in Erlangen statt. Dort wurden die Einheitsführer, das Instandsetzungspersonal und die Fahrlehrer geschult. Die Besatzung, also Kommandant, Fahrer, Richtschütze, Ladeschütze und Funker, selbst wurden aber, wie bisher, in den Ersatztruppenteilen der Verbände ausgebildet, was den Mangel an Panthern für die Ausbildung weiter erhöhte und von der Truppe vielfach kritisiert wurde. So, nachdem wir das mal so ein bisschen beleuchtet haben, gehen wir natürlich mal auf den Panther im Einsatz ein. Somit erster Einsatz in Kursk und die Folgen für den Panther. Im Juli 1943 war es dann soweit. Man hatte es tatsächlich geschafft, innerhalb von rund einem Jahr einen neuen Panzer vom Reißbrett in die Hände der Truppe zu bringen. 200 Stück sollten zur Sommeroffensive 1943 an die Ostfront gelangen. Allerdings waren diese 200 Panzer von so vielen Kinderkrankheiten geplagt, dass man sich nur schwerlich als frontreif bezeichnen konnte.
Die Probleme und Konstruktionsfehler waren bereits weitgehend bekannt, bevor die ersten beiden beim Entladen hinter der Front Feuer fingen und ausbrannten. Die übrigen 198 Panther wurden unter Führung von Major Lauchert, der mit dem Stab des Panzerregimentes 39 die zwei Abteilungen 51 und 52 führte, mit dem Panzerregiment der Panzergrenadierdivision Großdeutschland und der Oberst Graf Strachwitz zur Panzerbrigade 10 zusammengefasst, welche durch Oberst Karl Decker geführt wurde. Die Brigade führte somit neben den 114 Panzern des Panzerregimentes Großdeutschland, darunter 15 Tiger 1 und 14 Flammpanzer 3, zum Beginn der Offensive am 5. Juli 1943 insgesamt 312 Panzer ins Feld. Ich meine, das ist schon ganz schön beachtlich. Bereits am 12. Juli waren von den 198 Panthern noch 25 Stück einsatzbereit. Doch wie kam es dazu? Hier zunächst ein Auszug aus einem Brief von Oberst Decker. Die Brigade war der Division Großdeutschland unterstellt, deren Panzerregiment mit seinen 8 Kompanien Panzer 4 und einer Tigerkompanie unter Graf Strachwitz das zweite Regiment der Brigade bildete. Die Zusammenarbeit verlief sehr unerfreulich. Während des Angriffes meldete Strachwitz sich nicht im Funk und handelte eigenmächtig. Dies ging so weit, dass ich zu General von Knobelsdorf, also dem Kommandeur des 48. Panzerkorps, befohlen wurde, um Rede und Antwort über die Unfähigkeit des Brigadestabs zu stehen. Strachwitz führte in der Zwischenzeit die Brigade und setzte die Panther total idiotisch ein. Dies führte zu ständigen Minenschäden und dazu, dass der Flankenschutz niemals aufgebaut wurde. Dadurch wurden die an der Seite verwundbaren Panther abgeschossen. Decker führte nach seiner Rückkehr den weiteren Angriff, wurde aber im Anschluss erneut für 4 Tage abberufen. Über seine Rückkehr schrieb er, als ich nach 4 Tagen wieder zurückkam, war die Zahl der einsatzbereiten Panzer im Vergleich zu den 200, also natürlich von den 198, mit denen ich begonnen hatte, wegen des idiotischen taktischen Einsatzes auf 12 geschrumpft. Auch die personellen Verluste waren sehr hoch. Am ersten Tag meiner Rückkehr wurden 58 feindliche Panzer, zumeist T-34 und 30 Pack vernichtet. Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Panther trotz einiger Kinderkrankheiten und seines noch immer anfälligen Motors ein sehr gutes Fahrzeug ist. Unabhängig von den persönlichen Querelen zwischen Decker und von Strachwitz wird hierdurch deutlich, dass es vorwiegend Fehler in der Führung und mangelhafte bzw. unklare Kommandostrukturen waren, die zum Panther-Desaster bei Kursk führten. Die mangelhafte und unausgereichte Technik war hier nicht die Ursache, wirkte aber noch verstärkend. Dort, wo die mit dem Panther vertrauten Führer wie Lauchert oder die Kompaniechefs der Abteilung selbst führen konnten, gelangen zumindest teilweise Achtungserfolge. Der Kommandeur der Panzerlehrgänge für Panther, Major Streit, arbeitete später die taktischen Fehler beim Einsatz des Panthers heraus. So zum Beispiel: Der Angriff wurde ohne Befehl zu erteilen geführt. Die Kompanien wussten absolut nichts über den Angriffsplan. Weder Angriffsziele, Formation noch Angriffsrichtung waren befohlen worden. Es kam zur Massierung von Panthern unmittelbar vor den feindlichen Verteidigungsstellungen. Die Abwehr von Nahangriffen ist mit den Waffen des Panthers schwierig. Auch der Erfahrungsbericht des Generalinspekteurs der Panzertruppe Guderian an den Generalstabschef des Heeres Zeitzler, erstellt durch Major Lauchert, verdeutlicht die Stärken und Schwächen des Panthers in technischer Hinsicht, hier aber nur die Auszüge. Die Genauigkeit und Durchschlagskraft der Kanone ist gut, die durchschnittliche Kampfentfernung beträgt 1200 bis 1500 Meter. Ein T-34 selbst wurde auf 3000 Meter vernichtet. Nach dem dritten Schuss ist die Sicht des Kommandanten durch Treibgase stark behindert. Die Nebelmittelwurfanlage erwies sich als unbrauchbar, weil sie sehr schnell durch feindliches Feuer zerstört wurde. Die Luken, insbesondere die Luke für den Kommandanten, sind schwierig zu bedienen, wenn der Panzer an einem Hang steht oder brennt.
Die Luken vom Fahrer und vom Funker hatten sich teilweise so verklemmt, dass ein Ausboten unmöglich war. Thema Motorbrände. Die meisten technischen Ausfälle waren auf fehlerhafte Kraftstoffpumpen zurückzuführen. Durch Undichtigkeiten sammelt sich am Boden Betriebsstoff. Die Motorbrände verursachten 3 Totalausfälle. In 8 Fällen konnten sie durch die Besatzung oder durch die automatische Feuerlöschanlage gelöscht werden. Die Zahl der Motorschäden war zu Beginn außergewöhnlich hoch. Bis 8. Juli bereits 12 Ausfälle. Nach einigen Tagen verringerte sich die Anzahl. Daher ist anzunehmen, dass die Motoren nicht richtig eingefahren wurden. Dazu noch eine Anmerkung. Die frühen Maybach HL230 P30 litten unter häufigen Lager- und Pleuelschäden. Nächster Punkt. Zur Ausbildung und Organisation der Pantherabteilung wurde festgestellt, dass erstens, die Ausbildung war zu kurz, Fahrer, Richtschütze und Kommandant haben nicht die erforderliche Praxis erreichen können. Das gilt auch für das technische Personal. Durch die erforderlichen Umbauarbeiten wurden nur bis zur Zugebene gemeinsam geübt. Ein weiterer Punkt, die Gliederung der Kampfstaffeln hat sich bewährt. Züge und Kompanien und Abteilungen dürfen nicht schwächer werden. Bei der Ausstattung der Räderteile lässt sich noch manches kürzen. Als technisches Fazit des ersten Einsatzes des Panthers kann der Bericht des Oberquartiermeisters der 4. Panzerarmee vom 20.07.43 dienen. Darin heißt es, Einsatzstand 200 Panther. Davon 41 Panther einsatzbereit, 85 instandsetzungsfähig, 16 benötigen Grundüberholung in Deutschland, 56 ausgebrannt, davon 49 gesprengt, 7 konnten nicht gesprengt werden und fielen am 19.09.43 in Feindeshand. 2 fielen vor Beginn der Operation beim Ausladen in Charkow durch Motorbrand aus und brannten aus. Ja, das hört sich tatsächlich alles nicht so richtig gut an, ne? Aber machen wir mal weiter in Italien, also die Panther in Italien. Das nächste Einsatzgebiet für die neue Raubkatze sollte Italien werden. Im Sommer 1943 landeten die Alliierten in Süditalien. Mit dem Waffenstillstand von Cassibile trat Italien aus dem Bündnis mit dem Deutschen Reich aus und schloss sich den Alliierten an. Es folgte die Besetzung Italiens im Rahmen der Operation Fallachse. Über den Jahreswechsel 1943-44 etablierte die Wehrmacht eine starke Verteidigungslinie von etwa 100 Kilometern südlich von Rom. Mit einer erneuten Landung bei Anzio im Januar 1944 standen die Alliierten rund 50 Kilometer vor Rom und im Rücken der deutschen Abwehrfront. Im Februar wurde das Panzerregiment 69 nach Italien verlegt, um die Vernichtung des festgefahrenen alliierten Brückenkopfes bei Anzio zu unterstützen. Um den Stab und die erste Abteilung des Panzerregimentes 69 hatte man einen vermeintlich sehr kampfstarken Verband geformt. Wir reden hier von 76 Panthern. Zusätzlich zu den 76 Panthern kamen 11 Panzerjäger Elefant, also 1. Kompanie, schwere Panzerjägerabteilung 653, 45 Tiger 1, der schweren Panzerabteilung 508, 57 Sturmpanzer 4, Sturmpanzerabteilung 216 und 30 Sturmgeschütze 3 als Leitpanzer für die Ladungsträger B4. Diese beeindruckende Streitmacht aus einigen der schwersten Panzer der Wehrmacht war jedoch für den Kampf in Italien denkbar ungeeignet. Die Kämpfe fanden entweder in den Bergen der Apenninen, die Italien seine Länge nach durchziehen, oder in den Marschlandschaften an der Küste statt. Beides denkbar schlechtes Panzergelände. Die technischen Ausfälle waren entsprechend hoch. Vor allem die Landmärsche auf den serpentinreichen Bergstraßen machten den Stahlkolossen zu schaffen. Bei Anzio konnten die Panzer nur auf den wenigen Straßen vorgehen, was sie dem konzentrierten Feuer der alliierten Luftwaffe und noch wichtiger der Schiffsartillerie aussetzte. Zwischen Mai und Juni fiel die Zahl der einsatzbereiten Panther in der ersten Abteilung des Panzerregimentes 69 von 64 auf 11 und schwankte bis Jahresende um die Zahl 18 herum. Albert Speer besuchte im November die Italienfront und berichtete, an der Südwestfront wird der Schirmpanzer
und seine Geländegängigkeit gelobt. Er erklimmt Berge, die unsere Besatzung als nicht überwindbar betrachten. Nach Berichten der 26. Panzerdivision ist seine Geländegängigkeit unseren Panzern komplett überlegen. Alle Panzerbesatzungen an dieser Front wollen leichtere Panzer haben, die beweglicher und eine verbesserte Geländegängigkeit besitzen und die notwendige Kampfkraft durch eine überlegene Kanone sicherstellen. In dieser Lage plädierte die Truppe einhellig für eine Reduzierung der Panzerung, um die Gesamtzahl der Panzer zu erhöhen. Diese Aussagen sind in vielfacher Hinsicht bemerkenswert. So beurteilen die US-Panzerbesatzungen wenig später in der Normandie die Geländegängigkeit des Panthers als ihren Sherman klar überlegen. Weiter ist interessant, dass bereits im Mai 1943 auf einer Führerbesprechung Guderian vortrug, dass ein Einsatz des Panthers im Südosten, also wir reden vom Balkan und Griechenland, nicht ratsam wäre. Hitler stimmte dem zu, woraufhin bestimmt wurde, dass im Südostraum weiterhin nur Panzer IV genutzt werden sollten. Parallel zu den Kämpfen in Italien wurde die Masse der produzierten Panther an die Ostfront entsandt, wo die Rote Armee nach Kursk das Heft des Handelns nicht mehr abgab und die Wehrmacht weiter und weiter Richtung Reichsgrenze drängte. Die meisten Kinderkrankheiten des Panthers waren behoben, während die Produktionszahlen stiegen. Im Jahr 1944 rollten 3783 Panther vom Band. Im Vergleich zu zeitgleich gebauten 15.722 M4 Sherman und 14.673 T-34 war dies dennoch eine verschwindend kleine Zahl. Aus technischer Sicht blieben die Seitenvorgelege und das Wechselgetriebe die Achillesferse der Raubkatze. Somit hing die Haltbarkeit des Panzers stark von den Besatzungen ab. Darauf zielte die analog zur Tigerfibel veröffentlichte Pantherfibel ab. Damit sollte den Soldaten auf humorvolle und dennoch einprägsame Weise die wichtigsten Grundlagen zur Bedienung, Wartung und zum Einsatz des Panzer V vermittelt werden. Gleichzeitig war sie aber auch ein Zeichen für die nachlassende Qualität der Ausbildung. So Leute, dann gehen wir jetzt mal in die Normandie, was mich ja sowieso immer sehr beschäftigt, da wir ja mit Peter und Rudolf da schon gewesen sind mit den Tagebüchern. Und ja, das werden wir auf jeden Fall jetzt mal aufarbeiten. Ja gut, also über die Landung der Alliierten und die Kämpfe in der Normandie wurde bereits viel geschrieben. In diesem Dokument, das wir erstellt haben, soll es jedoch ausschließlich um den Panther und seinen Einsatz in diesem Konflikt gehen. Es reicht jedoch nicht aus, uns nur auf die Technik selbst zu konzentrieren, da insbesondere die organisatorischen Rahmenbedingungen für die korrekte Bewertung relevant sind. Dafür nutzen wir das Beispiel einer einzelnen Einheit der 1. Abteilung des SS-Panzerregimentes 12 der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend. Auf den riesigen Themenkomplex Division Hitlerjugend mit all seinen Facetten, wie dem Verheizen einer von Kindesbeinen an fanatisierten Gruppe junger Männer, den von diesen jungen Menschen begangene Kriegsverbrechen oder ihrem fanatischen und extrem verlustreichen Widerstand gegen eine militärisch überlegene Kraft, wollen wir in diesem Beitrag nicht weiter eingehen. Die Fokussierung auf diese Abteilung ermöglicht uns einen unmittelbaren Vergleich zwischen Einsätzen des Panthers in der Normandie im Sommer 1944 und den im nächsten Kapitel behandelten Einsätzen in den Ardennen zum Jahreswechsel 44-45. In vielen der unzähligen Berichte, Bücher, Dokumentationen und sonstigen Beiträgen zu den Kämpfen in der Normandie im Sommer 1944 wird der Panther oft als ein Angstgegner dargestellt, dem zum Glück für seine Gegner seine technischen Mängel, Konstruktionsfehler und allen voran die zahlenmäßige Unterlegenheit zum Verhängnis wurde. Dieses Bild ist aber grundlegend falsch, wie wir sehen werden. Zur 1. Abteilung SS Panzerregiment 12, ab hier nennen wir es der Einfachheit halber 1. Abteilung. Die Einheit verfügte vor Beginn
der Kämpfe über 66 Panther, wobei sich drei Panzerbefehlswagen Panther beim Regimentsstab befanden und somit der Abteilung selbst nicht zur Verfügung standen. Anfang Juli 1944 erhielt die Einheit noch 13 Panther als Ersatz. Der Panther hatte laut Vorschrift eine zu erwartende Laufleistung von 1500 Kilometern zwischen Überholungen. In der Realität fielen die Panzer oft schon nach 150 Kilometern aus. Doch war das im Juni 1944 immer noch der Fall? Laut einem Bericht des Panzerregimentes 2 von der Ostfront aus dem Frühling 1944 erreichten die Panther Ausführung A wie Anton der 1. Abteilung Panzerregiment 2 Laufleistung von 1500 bis 1800 Kilometer für Motor und Getriebe. Ein großes Problem stellte der dritte Gang dar, dessen Benutzung zu häufigen Ausfällen führte. Dies konnte jedoch durch gute Fahrer mit Hilfe des Überspringens und Verzichts auf dessen Nutzung umgangen werden. Aber zurück in die Normandie. Am Vorabend der Invasion lag die 1. Abteilung im Raum um Lunebourg. Nach Eingang des Befehls zur Verlegung stand schnell fest, dass der Weg zur Front per Landmarsch bewältigt werden musste. Die alliierten Zerstörungen der Eisenbahninfrastruktur zeigten hier ihre Wirkung. Die Abteilung stand nun ein mindestens zweitägiger oder besser nächtlicher Marsch über eine Strecke von nicht weniger als 140 Kilometer bevor. Eine für jede Panzereinheit der Zeit beachtliche Strecke. Der Marsch begann am 6. Juni nachts um 1 Uhr. In der Nacht vom 7. auf den 8. traf die Abteilung im Zielraum Amayer ein und zog dort unter. Die Verluste betrugen einen Gefallenen, 5 zerstörte Lkw, davon einer durch Unfall, und ein Flakpanzer 38 sowie 6 weitere Lkw, die in die Instandsetzung mussten. Keiner der Panther fiel durch technische Mängel oder Feindeinwirkung aus. Am 8. begannen für die Einheit die Kämpfe. Ein geplanter Nachtangriff mit Teilen des SS-Panzergrenadierregimentes 26 begann wegen Verzögerung beim Betanken erst um 9.30 Uhr morgens. Der Angriff galt dem Ort Bretteville. Es folgten Kämpfe bei Noray und Ross. Am 11. Juni hatte die Abteilung 12 Totalausfälle. 8 Panzer waren aufgrund von Gefechtsschäden in der Instandsetzung. Technische Ausfälle gab es keine. Von diesem Zeitpunkt an stand die Abteilung bis zum 11. Juli im Gefecht. Die Zahl der einsatzbereiten Panther sank stetig bis auf schließlich 18 Stück und das war am 10. Juli. Am 11. wurde die Abteilung aus der Front genommen. Alle 37 Panzerverluste erfolgten durch Feindeinwirkung. Hier muss man die teilweise mangelhafte taktische Führung auf deutscher Seite mit betrachten. Kurt Meyer alias Panzermeyer führte die Kampfgruppe zwar immer wieder zum Angriff, doch fehlte es meist an einem koordinierten Vorgehen von Panzern und Grenadieren, von der teilweise nicht einmal eingeplanten Artillerieunterstützung ganz zu schweigen. So rannten die Panther gegen einen an Zahl und Feuerkraft haushoch überlegenen Gegner an, ohne dass sich die einzelnen Waffen gegenseitig unterstützen konnten. Der Panther selbst zeigte immer wieder seine Widerstandsfähigkeit gegen Beschuss von vorn. So kehrten viele Panzer mit mehrfachen Treffern zurück, waren dann aber für die weiteren Kämpfe fast ebenso verloren, als wenn der Feind sie vernichtet hätte. Genau hier liegt das Geheimnis des alliierten Erfolges neben den erwähnten riesigen Produktionszahlen. Gelang es den Alliierten in Ost und West doch, ihre Besatzung stets mit einsatzbereiten Panzern zu versorgen. Zum Vergleich soll hier das Beispiel der kanadischen Armee dienen. Nicht nur steht diese nicht im Verdacht, in Material und Größe der Wehrmacht überlegen zu sein, es waren auch vorwiegend kanadische Einheiten, denen die 1. Abteilung im fraglichen Zeitpunkt gegenüberstand. Das große und vielleicht entscheidende Manko der deutschen Panzerwaffe war die Organisation der Instandsetzung. Diese Organisation wurde mehrfach geändert und erreichte auch nie eine absolute Einheitlichkeit in der gesamten Wehrmacht.
Daher müssen wir hier vereinfachen. Dennoch sollten die Probleme deutlich werden. Die Instandsetzung oblag zunächst der I-Staffeln auf Kompanieebene. Gefechtsschadeninstandsetzungen wurden aber in der Regel auf Abteilungs- oder Regimentsebene durchgeführt. Sollten auch diese überfordert sein oder die erforderliche Reparatur nicht leisten können, war die Abgabe an sogenannte K-Werke, also wir reden hier von Instandsetzungskraftwerke, auf Armee- oder Heeresgruppenebene vorgesehen, bis hin zur Industrieinstandsetzung. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass die Abgabe eines Panzers für die Panzerabteilung an der Front praktisch den gleichen Effekt hatte wie der Abschuss des Panzers durch den Feind, da es grundsätzlich völlig offen war, ob und wenn ja, wann dieser Panzer durch einen neuen ersetzt würde. Doch selbst wenn eine entsprechende effektive Nachschuborganisation bestanden hätte, hätten schlicht die Panzer gefehlt. Im August 1944 kämpften 9 Pantherabteilungen in Frankreich. Im selben Monat übernahm die Wehrmacht ganze 350 neue Panzer V von der Industrie. Daher waren die Truppenführer immer bemüht, die beschädigten Panzer im Bereich der Einheit zu halten, was wiederum die Instandsetzung stark verzögern konnte. Kompaniechefs und Abteilungskommandeure konnten argumentieren, dass die Reparatur so frontnah wie möglich erfolgen sollte. Neben den fehlenden Kapazitäten der Instandsetzungseinheiten lag aber gerade in der Frontnähe ein weiteres Problem. War die Front in Bewegung, mussten die Reparatureinrichtungen abgebaut und verlegt werden. So kam es vor, dass Werkstattkompanien tagelang auf dem Marsch waren und logischerweise gar nichts reparierten. Ausgefallene Panzer mussten entweder mit den immer knapperen Bergemitteln geschleppt werden oder wurden bei den vielen übereilten Rückzügen einfach gesprengt. Bevor wir also die Frage beantworten, wie es die andere Feldpostnummer machte, müssen wir 3 Faktoren herausstellen, die die Kanadier in der Normandie begünstigten. Erstens, der genutzte Panzertyp selbst. Die Kanadier nutzten M4 Sherman Panzer, darunter eine geringe Zahl des Firefly, also M4 mit britischer 17-Pfund-Kanone. Der M4 war grundsätzlich deutlich zuverlässiger und wartungsfreundlicher als der Panther. Zweitens, innerhalb des relativ kleinen alliierten Brückenkopfes in der Normandie waren Märsche über größere Distanz nicht erforderlich. Drittens, das 25. kanadische gepanzerte Lieferungsregiment war eine Einheit in Regimentsstärke, deren ursprüngliche Aufgabe es war, die Frontverbände mit neuen und wieder eingesetzten bzw. instandgesetzten Panzern zu versorgen. Auch bei den Kanadiern war die Instandsetzung abgestuft in 4 Ebenen organisiert. Die erste Ebene befand sich bei den Panzerregimentern. Allerdings waren dies bereits separate Einheiten in Kompaniestärke, welche vom Corps of Royal Canadian Electrical and Mechanical Engineers gestellt wurden. Es folgten Werkstätten auf Divisions- und Korpsebene und schließlich die Insteinheiten auf Ebene der Armee. Im Unterschied zum deutschen System hatte das Regiment und seine Teileinheiten mit dem gesamten Prozess nichts zu tun und bekamen ihre Panzer, überspitzt dargestellt, Freihaus geliefert. Dies führte dazu, dass Einheiten wie das 6. kanadische Panzerregiment zwar nominell über wenige Panzer verfügten als eine vergleichbare deutsche Einheit, aber selbst nach katastrophalen Verlusten, wie etwa am 11. Juni bei Eumenie-Pétrie, bei denen nicht weniger als 37 Sherman-Panzer und 3 Firefly-Panzer verloren gingen, ihren Bestand innerhalb von Tagen wieder aufgefüllt hatten. So lag in den Monaten Juni bis August in den 3 kanadischen Panzerregimentern der Anteil der einsatzbereiten Panzer im Durchschnitt bei über 80%. In der ersten Abteilung SS Panzerregiment 12 stieg der Anteil der Panzer in Reparatur von Juni bis Mitte Juli von unter 20% auf über 60%. Am Ende der Kämpfe in der Normandie
hatte das SS-Panzerregiment 12 85% seines Personals verloren und in der gesamten Division gab es nur noch, und jetzt aufpassen, 10 Panzer. Diesen Punkt mal merken, denn der wird im nächsten Kapitel noch eine Rolle spielen. Abschließend müssen wir einen weiteren Mythos entkräften oder zumindest in den richtigen Kontext setzen. Die alliierte Luftherrschaft und ihre Auswirkungen auf die deutschen Panzerverbände in der Normandie 1944. Kein Bericht über die Kämpfe in der Normandie scheint ohne die Betonung der alliierten Luftherrschaft auszukommen. Fakt ist, dass die Alliierten zu diesem Zeitpunkt und in diesem Raum die uneingeschränkte Luftherrschaft und auch ein relativ effizientes System zur Anforderung und Leitung von Luftnahunterstützung entwickelt hatten. Aber was bedeutet das konkret für den Einsatz der deutschen Panzer und vor allem der Panther? Dankenswerterweise haben die Alliierten selbst große Anstrengungen unternommen, um diese Frage zu klären. Der große Themenblock Panzerbekämpfung aus der Luft im Zweiten Weltkrieg wird von uns sicher einmal in einem separaten Video behandelt werden. Daher heute nur ein Beispiel, in dem ein Panther im wahrsten Sinne im Mittelpunkt steht und die große Kluft zwischen Realität und Mythos hoffentlich deutlich wird. Eines der Bilder, das mit den Kämpfen in der Normandie fest verhaftet ist, zeigt britische Jarbos vom Typ Typhoon, die sich mit 3-Inch Rockets auf deutsche Kolonnen stürzen. Man entwickelte sogar einen speziellen panzerbrechenden Gefechtskopf für die als RP-3 bezeichneten Raketen, welche anstelle des 27 Kilo schweren hochexplosiven Gefechtskopfes montiert werden konnten. Egal welcher Gefechtskopf zum Einsatz kam, gegen die schwache Dachpanzerung der deutschen Panzer reichte die Wirkung auf dem Papier ohnehin aus. So wundert es nicht, dass einer einzigen Taifun-Staffel die Vernichtung von 112 Panzern und die Beschädigung von 215 weiteren zugesprochen wurde. Allerdings stellte man im Rahmen des sogenannten Operational Researches, sprich der Auswertung von Material wie Panzerwracks und anderen Hinweisen, schnell fest, dass solche Zahlen mehr als fragwürdig waren. In einem groß angelegten Test wurde ein in der Normandie erbeuteter Panther weiß gestrichen und mit Kreuzen als Zielhilfe versehen. Bei diesem Test wurden 64 Raketen auf den Panzer verschossen. Davon trafen 3. Einer schlug durch die Motorraumabdeckung, eine zweite durchschlug die Turmseite und hätte als einzige zu Verlusten unter der Besatzung geführt. Der dritte Treffer streifte die Kanone. Als Ergebnis wurde festgehalten, dass eine erfolgreiche Bekämpfung von Panzern aus der Luft nur unter großem Materialaufwand und unter Hinnahme unverhältnismäßig hoher eigenen Verluste möglich erschien. Das Ergebnis wurde durch spätere Untersuchungen noch bestätigt. Der wirkliche Effekt des großflächigen Einsatzes von taktischen Jagdbombern auf die Panzerwaffe war indirekter Natur. Die wirklichen Opfer waren nicht die gepanzerten Ziele, es waren die Lkw, Eisenbahnen und Binnenschiffe, also der Nachschub und die Logistik. Weiter bestand so der Zwang zur ständigen Tarnung. Alle größeren Bewegungen mussten in die Nacht verlegt werden, mit dem damit einhergehenden negativen Folgen. So, jetzt haben wir die Normandie mal abgehakt, jetzt begeben wir uns wie angekündigt in die Ardennen. Also Panther im Schnee, wir sprechen ja auch von Matsch und auch dem Häuserkampf. So, es wurde auch hier bereits viel über die Ardennen-Offensive geschrieben, von Pipers Königstigern und den Ereignissen von Malmedy bis zu den Kämpfen im Südabschnitt rum um Bastogne. In diesem Text betrachten wir den am wenigsten beschriebenen Teil der Schlacht und schauen uns an, wo diese tatsächlich scheiterte. Dafür legen wir, wie zuvor, noch einmal den Fokus auf die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend und ihrem Panzerregiment. In der deutschen Operationsplanung lag der Schwerpunkt des Angriffes bei der 1. und der 12. SS-Panzerdivision. Sie sollten nach einem von den Infanteriedivisionen erkämpften Durchbruch der amerikanischen Linien vorstürmen
und am vierten Tag bei Lüttich die Maas überqueren, um im Anschluss an Werpen einzunehmen und so drei alliierte Armeen, also wir reden hier von der ersten kanadischen, der zweiten britischen und der neunten US-Armee, einzukesseln, um ihnen ein zweites Dünkirchen zuzufügen. Zum Schutz der rechten Flanke der 6. Panzerarmee, also nicht der SS-Panzerarmee, sollte die Infanteriedivision nach dem erfolgten Durchbruch nach Norden eindrehen, um mögliche Gegenstöße der 9. US-Armee und der Simpson abzuwehren. Dieser Plan, den Hitler und das OKW letztlich gegen die mehr oder weniger offenen Zweifel der Oberbefehlshaber Rundstedt, der war OB West, und Model, Heeresgruppe B, durchsetzten, ist heute bekannt als die große Lösung. Die NS-Führung hoffte neben dem militärischen Erfolg vor allem auf eine Schockwirkung auf Seiten der Westalliierten, die zu einem Zerbrechen der Achse Washington-London führen würde. Diese in der Rückschau mehr als fragwürdige Hoffnung auf ein Wunder wird heute gern mit Hitlers Größenwahn oder einer völligen Fehleinschätzung der strategischen Gesamtlage begründet. Das ist aus militärischer und politischer Sicht richtig, missachtet aber, dass in Anbetracht der Umstände nur ein vermeintliches Wunder noch eine Wende zugunsten des Dritten Reiches hätte bringen können. Die Vernichtung einer einzelnen feindlichen Armee, also so wie Hodges erste US-Armee bei Aachen, wie sie der als kleine Lösung bekannte Plan vorsah, hätte nichts am Kriegsverlauf geändert. Der eigentliche Operationsplan, Deckname Herbstnebel, wurde schließlich durch den Stab von Models Heeresgruppe B entworfen und am 9.12.44 von Hitler genehmigt. Angriffstermin war der 16.12.44. Die deutsche Planung enthielt einige Besonderheiten, die zu Recht immer Zusprache erhalten, da sie sich teils sehr negativ für die Wehrmacht auswirkten. Leider wird aber deren Ursprung nie erläutert. Also am 18.11.44 erließ der Chef des Wehrmachtsführungsstabes Jodl einige Direktiven für die geplante Offensive in den Ardennen, welche Model beachten musste. So musste das Wetter Luftoperationen verhindern, es durfte keinerlei Aufklärung betrieben werden und der Angriff sollte mit einem massiven Artillerieschlag beginnen. Die Sorge um die alliierte Luftwaffe stammte nicht, wie oft behauptet, aus den Erfahrungen der Normandie, sondern geht auf die fehlerhafte Beurteilung des Unternehmens Lüttich zurück. Einer der letzten Panzeroffensiven der Wehrmacht in Frankreich, deren Scheitern man der alliierten Luftmacht zuschrieb. Die Idee eines vernichtenden Artillerieschlages zur Eröffnung stammte von Hitler persönlich. Unter den gegebenen Umständen konnte sie jedoch keinen Erfolg bringen. Wie erwähnt, war eine vorige Aufklärung verboten. Zudem lagen die GIs in gut befestigten Feldstellungen. Das Bombardement hatte so nur zur Folge, dass der Gegner gewarnt und die bewaldeten Abschnitte für die angreifende Infanterie fast unpassierbar wurden. Das zeigte sich auch im Erfolg der ersten Angriffe bzw. deren Scheitern. Im Norden unter Dietrichs Armee, also 6. Panzerarmee, wurden die Vorgaben 1:1 befolgt. Dort blieb der Angriff dann auch zunächst liegen. Weiter südlich ignorierte Manteuffel, also 5. Panzerarmee, diesen Befehl und ließ seine Infanterie mit Erfolg in die feindlichen Stellungen einsickern. Nach den schweren Verlusten in der Normandie und der Kesselschlacht von Falaise wurde das SS-Panzerregiment 12 mit dem Rest der Division ins Sauerland und dann in den Raum Nienburg verlegt. Ab dem 15. Oktober 1944 begann die Wiederauffrischung der Einheiten mit Personal, das nun nicht mehr aus der HJ stammte, sondern aus rund 10.000 Mann von Luftwaffe und Kriegsmarine, sowie allem, was man in den Ersatz- und Ausbildungseinheiten der Division an Personal finden konnte. Dieser Zustrom von Personal brachte die Division zwar bis Anfang Dezember auf eine Personalstärke, die mehrere Tausend über dem Soll lag, aber es fehlten rund 150 Offiziere und 1000 Unteroffiziere, insbesondere in den Kampfeinheiten. In den beiden Grenadierregimentern waren von 30 Kompaniechefs des Sommers 1944
nur noch 4 vorhanden. Das neue Personal verfügte selbstverständlich über keine ausreichende Ausbildung oder Kampferfahrung. So wurden aus Flugzeugmechanikern, Schiffsköchen und Schreibstubensoldaten Grenadiere, Panzerfahrer, Kanoniere und Panzerpioniere. Dass an eine reguläre Ausbildung nicht zu denken war, wird schnell deutlich, wenn man sich die Umstände vor Augen führt. Die Einheiten waren nicht geschlossen auf dem Truppenübungsplatz, sondern auf Dörfer und Bauernhöfe verteilt. Kraftstoff und Munition, wenn überhaupt vorhanden, rationiert. Die Panzerausbildung begann nach Übernahme der neuen Panther ab dem 15. Oktober in Grafenwöhr und im Raum Wietzendorf in der letzten Oktoberwoche 1944. Ein fast völliger Mangel an Treibstoff und Munition beeinträchtigte die Ausbildung sehr und das Schießtraining bestand aus Trockenübungen mit dem gelegentlichen Einsatz des Blenden-MGs. Die wenigen Veteranen der Kämpfe vom Sommer gaben ihr Wissen so gut wie möglich weiter. Anfang November wurde die einzige echte Schießübung im scharfen Schuss durchgeführt. Im Anschluss wurde das Regiment per Bahn in sein vorderes Einsatzgebiet um Weilerswist verlegt. Die weitere Ausbildung der Besatzung bestand aus Einweisungen und Trockenübungen in ihren in Schuppen und Wäldern versteckten Panzern. An Fahrübungen und Scharfschießen war nicht zu denken, selbst wenn es nicht aufgrund von Mangel und Geheimhaltung verboten gewesen wäre. Übungen im Zug, Kompanie oder gar Abteilungsrahmen waren ausgeschlossen. So hatte mancher der Richtschützen vor dem Angriff die Kanone nie oder nur einmal abgefeuert. Dazu kam das fehlende Gerät selbst. Bis Ende November hatte das Regiment nur genug Panzer für 4 Kompanien erhalten. Ja, und so bildete man anstelle je einer Abteilung mit Panthern oder Panzer 4 eine gemischte Abteilung aus beiden Typen mit insgesamt 78 Panzern, also 41 Panther und 37 Panzer 4, anstelle der 195 Stück gemäß Kriegsstärkenachweis. Ergänzt wurden diese durch 28 Jagdpanzer 4 und 17 Jagdpanther der schweren Panzerjägerabteilung 560. So verlegte das Regiment ab dem 13.12. in den Bereitstellungsraum Blankenheimer Forst. Am Morgen des 16. Dezember, nachdem der erste Schnee, Matsch und Regen abgelöst hatte, begann die Infanteriedivision mit dem Vormarsch. Im Abschnitt der Division Hitlerjugend sollte die 277. Volksgrenadierdivision und der Fibik den Panzern den Weg bereiten. Die 277. hatte nur 75% ihrer Rollstärke und ihr Kampfwert wurde mit Stufe 3, das heißt zur Abwehr voll geeignet, bewertet. Damit war sie auch ganz offiziell nicht für Angriffsaufgaben geeignet. Dennoch rückten ihre Grenadiere nun vor, auch ohne die zugesagte Sturmgeschützbrigade, da diese nicht rechtzeitig eingetroffen war. Sie trafen auf das 393. Regiment der 99. US-Infanteriedivision unter Walter E. Lauer, der 1. November auf dem europäischen Festland gelandet war. Alle 3 Grenadierregimenter wurden durch US-Einheiten in Kompaniestärke gestoppt. Neben den eingegrabenen Gegnern stellten die Panzersperren des Westwalls ein großes Hindernis dar. Einzig am sogenannten Hollerather Knie fand sich eine Lücke in der Verteidigung. Mit Unterstützung einer Kampfgruppe des 1. Bataillons SS Panzergrenadierregiment 25 und Jagdpanzern 4 L70 der schweren Panzerjägerabteilung 560 und der Führung von Hauptsturmführer Alfons Ott gelang ein Einbruch in Richtung Krinkel-Roschrath. Inzwischen hatte jedoch der Kommandeur der 2. US-Infanteriedivision, General Robertson, reagiert und Teile seiner 2 Regimenter, also das 9. und das 38., Richtung Süden nach Krinkel-Roschrath entsandt, um im Rücken des angeschlagenen 393. Regimentes eine Verteidigungslinie zu errichten. Damit zerstörte er die deutschen Hoffnungen auf eine 3-tägige Schockstarre der US-Armee, die an anderen Stellen der US-Führung durchaus eintrat.
Um den Kräften dort Zeit zu verschaffen, wurde das 1. Bataillon des 9. Regimentes unter Lieutenant Colonel William D. McKinley an einer Straßenkreuzung nördlich des Ortes befohlen, um die deutschen Kräfte hier zu verzögern. Als die Spitze der 12. Division Hitlerjugend am Abend des 17. endlich den Wald hinter sich ließen, stießen sie auf McKinleys im deckungslosen Gelände eingegrabenen Männer. Die schwersten Waffen der Amerikaner waren schwere, wassergekühlte M1917 MGs und Bazookas. Aber sie konnten das zusammengefasste Artilleriefeuer von zwei Divisionen, der 2. und 99. sowie der Korpsartillerie des 5. US-Korps anfordern, und das taten sie. Die Nacht wurde zu einem Inferno. Immer wieder rollten kleine Gruppen von Panthern und Jagdpanzern mit Infanterieunterstützung vor, um die isolierte Stellung der Amerikaner zu überwinden und in die beiden Ortschaften zu gelangen. Die Geschütze von nicht weniger als 5 amerikanischen Artilleriebataillonen ernteten eine blutige Ernte. Als McKinley sich mit den Resten seiner Einheit am 18. Dezember zurückzieht, hat eine der beiden deutschen Schwerpunktdivisionen nach 18 Stunden mindestens 5 Panzer und eine große Anzahl an Infanterie verloren. Noch wichtiger ist, dass die US-Soldaten in Krinkel-Droschrad nicht nur zur Verteidigung eingerichtet sind, sondern auch Unterstützung durch ein Bataillon Sherman-Panzer, also wir reden hier von 20 Stück, und alle mit der 75mm Kanone bewaffnet und dazu ein Teil eines Panzerjägerbataillons mit M10 Panzerjägern erhalten haben. Der Führung auf deutscher Seite, dem Divisionskommandeur, Brigadeführer Hugo Kraas und dem Kommandeur des Panzerregimentes 12, Herbert Kuhlmann, ist klar, dass ihnen die Zeit davonläuft. Ihr Plan ist simpel, wirkt verzweifelt, trägt aber dem geringen Ausbildungsniveau ihrer Truppe und dem Umstand, dass eine Umgehung der Ortschaft nicht möglich ist, Rechnung. Sie setzen auf ihre lokale zahlenmäßige Übermacht, die sie noch hatten. Die Panther stürmen mit den aufgesessenen Grenadieren mit Vollgas in den Ort hinein. Es folgt, was folgen musste. Die Grenadiere werden regelrecht von den Panzern niedergeschossen. Als die Panther in den Orten ankommen, sind sie auf sich alleine gestellt und werden wie zuvor von der Infanterie zusammengeschossen. Weder die hervorragende 7,5 cm Kampfwagenkanone noch die starke Frontpanzerung des Panthers sind hier von Nutzen. Bis zum Abend sind die Straßen und Wege mit Leichen und Panzerwracks gefüllt. In der kleinen Doppelgemeinde hat sich ein erbarmungsloser Häuserkampf entwickelt, bei dem die Gegner stellenweise verschiedene Zimmer im gleichen Haus hielten. Die ganze Nacht hindurch toben Nahkämpfe, bis die GIs am nächsten Morgen den Befehl erhielten, sich auf die beherrschende Anhöhe Elsinborn Ridge zurückzuziehen. Die verschiedenen US-Einheiten melden die Zerstörung von rund 100 deutschen Panzern und Panzerfahrzeugen. Das ist völlig übertrieben, zeigt aber, dass die deutschen Panzer in einem wahren Feuersturm vernichtet wurden. Die tatsächlichen Verluste lagen nachweislich zwischen 50 und 60 Fahrzeugen, darunter Panther und Panzer IV, aber auch Jagdpanzer und SPWs. Setzt man diese Verluste ins Verhältnis zu den 123 Panzern und Jagdpanzern und 90 SPW, mit denen die Division die Offensive 2 Tage zuvor begonnen hatte, sind sie dennoch immens. Panther spielten für die weiteren Kämpfe im südlichen Dom Büttgenbach keine große Rolle mehr. Bei der Nachbardivision der 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler griff die Spitzenkampfgruppe unter Joachim Peiper mit den übrigen 23 Panthern, 6 Königstigern, 6 Panzern IV und einem Flakpanzer Wirbelwind den Ort Stumor an. Die Spitze bildete der Panther Nummer 225 unter dem Kommando von SS-Rottenführer Franz Prahm. Als Prahms Panther auf die Hauptstraße einbog, eröffnete eine amerikanische Pack das Feuer. Die Kanoniere platzierten in schneller Folge 4 Treffer an Prahms Panther, doch die Geschosse prallten alle ab. Als Prahms Panther auf der Hauptstraße weiter vorfuhr, nahm ihn
eine amerikanische 90 mm Flak unter Feuer. Der erste Schuss traf in der Nähe des linken Triebrades, der zweite riss das Rohr der Kampfwagenkanone ab, der dritte durchschlug die Panzerung, verletzte die Besatzung und zwang sie zum Ausbooten aus dem brennenden Panzer. Nachdem sie einen letzten US-Gegenstoß abgewehrt hatten, war Stumont gesichert. Vermutlich in der Annahme, dass damit der endgültige Durchbruch erzwungen sei, befahl Piper seinen Panthern mit Höchstgeschwindigkeit weiter Richtung Westen zur Bahnstation von Stumont vorzustoßen. Hier wurde der Spitzenpanzer abgeschossen und ein zweiter beschädigt, woraufhin sich die Kolonne nach Stumont selbst zurückzog. Somit waren es Panther und nicht Pipers berühmte Königstiger, welche die zweifelhafte Ehre zuteil wurde, die am weitesten nach Westen vorgestoßenen Teile der 6. Panzerarmee gewesen zu sein. Ja, das restliche Schicksal der Kampfgruppe Piper dürfte den meisten bekannt sein. Damit war die Offensive bereits am 19.12.1944, also am dritten Tag, gescheitert. So, und kommen wir mal zum Endkampf und ausländische Nutzer bis 45 und auch danach. Also der Panther blieb bis zum Kriegsende im Einsatz. Im April verließen die letzten etwa 38 Panther die bereits weitgehend zerstörten Werkshallen bei Daimler-Benz und MAN. Die Geschichte des Panzer V Panther endete jedoch nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Er wurde, wenn auch in bescheidenem Maße, außerhalb Deutschlands weitergenutzt. Aber das Kapitel Panther in fremden Händen begann natürlich bereits im Krieg. Wie wir im vorherigen Video zur Entwicklung erklärt haben, scheiterten die Versuche einer Pantherlieferung oder Fertigung sowohl im Fall von Italien als auch von Japan. Ungarn blieb der einzige deutsche Verbündete, der den Panther erhielt, und im Gegensatz zum ungarischen Tiger I sind die Umstände hier klarer. Bereits 1943 wurden der Panther und der Tiger einer ungarischen Delegation in Kummersdorf vorgestellt. Im Sommer 1944 erhielt Ungarn 5 Pantherausführungen Gewi Gustav, von denen laut einigen Quellen einige noch bei den Kämpfen um Budapest 1945 zum Einsatz kamen. Der Einfluss des Panthers auf den geplanten ungarischen 44M TAS ist unübersehbar. 2 Punkte in Ungarn hielten den Panther für einen gelungenen Entwurf, waren sich aber gleichzeitig klar, dass die deutschen Verbündeten keine größeren Mengen liefern könnten. Im Vergleich zu den minimalen Exportzahlen war der Einsatz des Panthers als Beutepanzer gegen seinen alten Besitzer schon fast ein Masseneinsatz. Die Rote Armee wurde durch den Ersteinsatz bei Kursk und dessen Verlauf nicht nur zu seinem ersten Opfer, sondern auch zu seinem ersten und wichtigsten Nutzer neben der Wehrmacht zur Erprobung und Bewertung durch die Alliierten. Die einfachen Panzersoldaten und ihre Einheitsführer hielten viel vom Panther, insbesondere von seiner Kanone und der dazugehörigen Optik. Sie erkannten jedoch auch seine Schwachstellen, wie seinen unzuverlässigen Antriebsstrang und die im Vergleich zum T-34 komplizierte und wartungsintensive Gesamtkonstruktion. Die Rote Armee nutzte den Panther nur in 2 Einheiten planmäßig für eine kurze Zeit. Ansonsten wurden einzelne erbeutete Panther meist so lange genutzt, bis sie aufgrund von Munitionsmangel, technischen Ausfällen und Ersatzteilmangel unbrauchbar wurden. Auch die Versorgung mit Ottokraftstoff stellte in Einheiten, deren Panzer alle mit Diesel fuhren, ein Problem dar, was angeblich zu einem häufigen Einsatz von Beutepanzern bei Einheiten mit Panzern aus dem Land-and-Lease-Programm führte. Die Nutzung von Beutepanzern war bei Briten und Amerikanern eine seltene Ausnahme. Überliefert sind nur 2 Fälle, in denen britische Einheiten Panther kurzzeitig nutzten. Der erste Fall ereignete sich 1944 in Italien. In der Nacht vom 21. auf den 22.10.1944 schaltete Private Ernest Smokey Smith von den Seaford Highlanders 2 Panther Ausführung A aus, wofür er später das Victoria Cross erhielt. Einer der Panther wurde geborgen
und vom 3rd Troop A Squadron, 145. Bataillon des Royal Armored Corps unter dem Spitznamen Deserter, also Deserteur, eingesetzt. Der zweite Fall ist deutlich bekannter. Ende 1944 erbeutete das 4. Bataillon der Coldstream Guards im Raum Overlone einen zurückgelassenen Panther der 107. Panzerbrigade, welchen die Briten unter dem Spitznamen Cuckoo, also Kuckuck, im Olivgrün umlackiert einsetzten, bis er bei den Kämpfen im Raum Kleve mit einer defekten Kraftstoffpumpe aufgegeben werden musste. Die beiden britischen Einheiten nutzten den schweren und langsamen Infanteriepanzer Churchill und waren dementsprechend von der Feuerkraft und Beweglichkeit des Panthers sehr beeindruckt. Eine zahlenmäßig unwichtige, aber historisch relevante Rolle spielte der Panther für den Widerstand in Frankreich und Polen. Die polnische Heimatarmee, also die Armia Krajowa, eroberte während des Warschauer Aufstandes am 2. August 1944 in einem Hinterhalt zwei Panther des Panzerregimentes 27. Die Panzer wurden Magda und Felek getauft und bei verschiedenen Operationen eingesetzt. Felek fiel am 10.8. wegen technischer Probleme aus und wurde gesprengt. Am Tag darauf wurde Magda im Gefecht beschädigt und von der Besatzung aufgegeben. In Frankreich ist die Nutzung des Panthers während des Krieges eng mit dem Namen Guy Busigny verbunden. Der französische Panzeroffizier, er war 1940 im 511. Panzerregiment, kehrte im Juni 1944 mit den freifranzösischen Streitkräften nach Frankreich zurück und erhielt den Befehl, die Führung einer Einheit der Résistance in der Bretagne zu übernehmen. Aus dieser Einheit baute er eine eigenständige, gepanzerte Kampfgruppe auf, indem er verlassene und erbeutete Panzer und Gefechtsfahrzeuge der Wehrmacht sammelte und instand setzen ließ. Das Ergebnis war ein Sammelsurium von Fahrzeugen, darunter zwei Panther, das die offizielle Bezeichnung Escadron Autonome de Chars Besnier trug und unter anderem bei der Belagerung von Saint-Nazaire zum Einsatz kam. Frankreich ist wohl heute der bekannteste Nachkriegsnutzer des Panzer 5 Panther. Allerdings trügt dieser Eindruck etwas, denn die Zahl der wirklich im aktiven französischen Dienst stehenden Panther betrug nie mehr als 25 Stück und sank letztendlich auf 17 herab. Die Zahl der eingelagerten und zur Forschung und Erprobungszwecken genutzten Exemplare dürfte die der aktiven sogar zeitweise deutlich überstritten haben. In der Tschechoslowakei war zunächst das mit Abstand ambitionierteste Programm zur Weiterverwendung der vorhandenen Panther geplant. Für 1948 plante man die Wiederherstellung von 40 Panthern und 14 Bergepanthern unter der Bezeichnung T-42-75 Panther bzw. T-42 Bergepanther. Bei CKD und Skoda sollten bis Januar 1949 30 T-42-75 und 14 T-42 hergestellt werden. Im Folgejahr wurde jedoch entschieden, nur 12 Bergepanther und 32 75er zu fertigen. Die Kampfpanzer wurden fast unmittelbar nach der Fertigstellung als Kriegsreserve eingelagert. Nur die 12 Bergepanzer gelangten zur Truppe. 1959 befanden sich noch 7 T-42 und 15 ebenfalls zu Bergefahrzeugen umgerüstete T-42-75 im Dienst. Auch in Bulgarien und Rumänien nutzte man eine kleine Zahl von Panthern oder Komponenten wie Türme. Bis Ende der 1950er Jahre war man aber auch dort weitgehend auf Gerät aus sowjetischer Produktion umgestiegen. So, das war schon wieder ganz schön viel. Wir sind aber noch nicht am Ende. Jetzt kommt die große Frage, der beste Panzer des Krieges. Was dachten die Gegner über ihn? Wie bereits gesagt, war durch die Schlacht bei Kursk die Sowjetunion die erste Nation, die den Panther eingehend prüfen konnte. Die sowjetischen Fachleute zeigten sich von der Feuerkraft und Präzision der Kampfwagenkanone 42 begeistert. Auch die Drehstabfederung wurde gelobt. Da die meisten der 29 intakt erbeuteten Panther Schäden am Antriebsstrang aufwiesen und erst wieder fahrbereit gemacht werden mussten, war das Urteil über diesen Teilbereich des Panzers offensichtlich alles andere als positiv.
Den umfangreichsten Teil der Tests bildeten diverse Beschussversuche. Es kamen praktisch alle Kaliber zum Einsatz, von 45 mm bis 152 mm. Ein verlässliches Durchschlagen der Frontpanzerung auf 1000 Meter und mehr wurde erst mit der 100 mm D10-Kanone erreicht. Alle ab Ende 43 eingeführten Waffen wurden im Verlauf ihrer Erprobung gegen Panther getestet. Im März 1944 konnten die Westalliierten erstmals abgeschossene Panther in Italien inspizieren. Das erste funktionsfähige Exemplar kam dann im Mai 1944 aus der Sowjetunion, der Panther 433. Eine im Juni 1943 bei MHN gebaute Ausführung Devidora. Die Sowjets machten ihn wieder fahrbereit und brachten ihn nach Großbritannien. Die britischen Prüfer hatten keine Freude an der 433. Die Erprobung dauerte nur 15 Tage, wovon sie die meiste Zeit mit Reparaturen verbrachten, um den Panzer wieder zum Laufen zu bringen. Am 28. Juni gab es einen schweren Motorenbrand und die Zeiten der 433er als Fahrzeug waren vorbei. Auch hier stellten die Beschussversuche einen wichtigen Teil der Erprobung dar. Zum Einsatz kamen die 75 mm, der 17-Pounder, der 6-Pounder, 20 mm und auch Hohlladungsgranaten der Piat. Nur die 17-Pfünder, also 17-Pounder, schaffte es, die Bugplatte des Panthers ab ca. 1500 Meter zu durchschlagen. Allerdings nur mit der Unterkaliber APDS-Munition. Wurde die verbreitete APC-BC genutzt, sank die effektive Kampfentfernung auf unter 800 Meter. Seitlich und von hinten konnten alle gängigen Kaliber und Geschosstypen dem Panther auf die üblichen Distanzen gefährlich werden. Den US-Amerikanern unterlief bei der ersten Einschätzung des Panthers ein folgenreicher Fehler. Man stufte den 45-Tonner, dessen Fertigung im Vergleich zum M4 Sherman Unsummen an Geld und Zeit verschlang, als eine Alternative zum noch schweren Tiger ein und nicht als den dezidierten Nachfolger des Panzers IV, also künftigen Standardpanzer der Wehrmacht. Diese falsche Annahme wurde durch die zu Beginn langsame Produktion und das damit seltene Auftauchen von Panthern an der Front scheinbar gestützt. Ein großes Manko des Panthers wurde durch die US-Tests deutlich. Die Qualität des Panzerstahls war extrem unterschiedlich und wurde im Kriegsverlauf durch Rohstoffmangel zunehmend schlechter. Die Platten waren extrem spröde, wodurch selbst Treffer, die ihn nicht durchschlugen, schwerste Schäden verursachen konnten. So, last but not least kommen wir natürlich nochmal zum Fazit oder auch dem Versuch einer Einschätzung. Also der Panther wird oft als bester Panzer des Zweiten Weltkrieges bezeichnet. Betrachtet man nur Teilaspekte und technische Daten, scheint diese Schlussfolgerung nahezuliegen. Seine Bilanz im realen Kampfeinsatz in Ost und West spricht jedoch eine weniger positive Sprache. Dabei ist wichtig, stets die Begleitumstände zu beachten, besonders im offensiven Einsatz. Hier sind die Anforderungen an Können und Erfahrung der Besatzung sowie ein funktionierendes Zusammenwirken der verbundenen Waffen noch deutlich höher als in der Verteidigung. Immer wieder gelang es Panthereinheiten, dem Gegner überproportional hohe Verluste zuzufügen. Doch seine technologischen Vorzüge konnten ihn nicht davor bewahren, in den Sog des allgemeinen Niederganges der Wehrmacht gezogen zu werden. Der Zusammenbruch der Industrie führte zu Produktionsengpässen, schlechter Qualitätskontrolle, Mangel an Ersatzteilen sowie massiver Treibstoffknappheit, was sich wiederum negativ auf die Ausbildung und letztlich auf die Kampfkraft auswirkte. Die damit einhergehende, schwindende Qualität der Panzerbesatzung in der letzten Kriegsphase, verbunden mit Fehlern auf taktischer und operativer Ebene, taten ihr Übriges. Der Panther war ein Produkt des ständigen deutschen Strebens nach technologischer Überlegenheit,
das letztendlich zur Überforderung von Industrie, Logistik und Besatzung selbst führte. Auch waren die viel gepriesenen Innovationen, die der Panther angeblich in den Panzerbau einbrachte, nicht wirklich neu. Schräggestellte Panzerung gab es bereits beim VK2401M, T-34 und vielen anderen. Der Dreimannturm war beim Panzer III, IV, Sherman und anderen schon vorhanden. Die Drehstabfederung gab es etwa beim Panzer III ab Ausführung E wie Emil. Im Krieg siegt am Ende nicht der beste Panzer, sondern jener, der den Auftrag erfüllt. Und das kann nur ein Panzer, der dort ist, wo und wenn er gebraucht wird. Dafür muss er in großen Mengen gebaut werden und zuverlässig, wartungsfreundlich und einfach zu bedienen sein, egal ob darin ein Farmersohn aus Kansas, ein Straßenjunge aus London, ein Fischer aus Vladivostok oder ein Kohlekumpel aus Essen sitzt. Das alles war die faszinierende und zu Recht von Panzerfans verehrte Raubkatze aber nie. Seine Widersacher, der Sherman und der T-34, wenn auf sich alleine gestellt, hatten sie ein schweres Los. Doch gegen den Panther waren sie selten auf sich alleine gestellt. So Leute, das waren drei massive Informationsblöcke, also in drei Teilen gegossene taktische, technische Einsatzdaten. Großes, großes Lob an den Alex, der das alles zusammengefasst hat und natürlich den Schnitt auch gemacht hat, also mit Bildern und Informationen unterlegt. Und ich glaube, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, muss ich es am Ende nochmal sagen, ich glaube, das war die umfangreichste Videoproduktion, die wir über einen Panzer bis jetzt gemacht haben. Und ich glaube auch, dass das im deutschen YouTube-Raum seinesgleichen suchen würde. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, auch wenn das wirklich alles sehr lang war. Schreibt gerne was in die Kommentare, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, werdet gerne Abonnent. Und wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, werdet Kanalmitglied. Damit könnt ihr den Kanal und unsere Arbeit gut unterstützen. Macht's gut und auf bald.